Mein Name ist Oberstleutnant Daniela Schuh. Komme vom Zentrum des Geoinformationsdienstes der Bundeswehr in Euskirchen. Das ist unser Mutterhaus und stelle Ihnen heute vor, zum einen, was ist der Geoinformationsdienst und zum anderen, wie haben Sie Möglichkeiten, in den Geoinformationsdienst einzusteigen. Für alle, die vielleicht unseren Stand geradeaus schon gesehen haben und sich noch nicht getraut haben zu fragen, was wir tun, möchte ich Ihnen am Anfang erstmal den Geoinformationsdienst vorstellen. Wie gesagt, erst eine kurze Information zum Dienst an sich. Was tun wir, um danach dann nochmal speziell auf die Nachwuchsgewinnung und unsere Karrieremöglichkeiten einzugehen? Der Geoinformationsdienst der Bundeswehr hat einen Auftrag, und zwar leistet er die Geoinfo-Unterstützung für die gesamte Bundeswehr. Wir sind ein bundeswehrgemeinsamer Fachdienst und sind aus der Truppe rausgenommen und beinhalten alle Fachdisziplinen der Geowissenschaften und haben dementsprechend auch ein großes Portfolio an Wissenschaftlern, die in unserem Dienst tätig sind. Was tun wir? Wir unterstützen, indem wir Erkenntnisse über Geofaktoren gewinnen und deren Auswirkungen auf die Operationsführung bewerten. Also für den Soldaten, was hat er zu beachten, welche Geofaktoren wirken auf ihn ein. Dann stellen wir aktuelle und qualitätsgesicherte, ganz wichtig, Geoinformationen bereit und beraten die Bundeswehr in allen geowissenschaftlichen Fachdisziplinen. Ganz wichtig für uns ist, das kommt aus einer Hand. Der Geoinformationsdienst leistet das für die gesamten Streitkräfte, damit das auch letztendlich qualitätsgesichert vonstatten geht und wir letztendlich über die gleichen Informationen in der gesamten Armee verfügen. Ich habe das Wort Geofaktoren angesprochen. Was verstehen wir in der Bundeswehr unter Geofaktoren? Es sind alle natürlichen und anthropogenen Gegebenheiten der Erde, die bei militärischen Operationen zum Tragen kommen. Wir unterscheiden das grob, das ist auch eine NATO-Unterscheidung, und zwischen den Umweltbedingungen und den geografischen Merkmalen. Letztendlich unterscheiden sich dann auch unsere Fachleute in zwei große Bereiche, nämlich zum einen Klima-Wetter, was dann unter die Umweltbedingungen fällt, und zum anderen in die Geospatial-Menschen, die dann die geografischen Merkmale, also Gelände, Relief, Gewässer, Bebauung und so weiter bewerten. Hier mal kurz eine Übersicht, damit man weiß, wo sind wir verortet. Ich habe schon erwähnt, dass wir ein bundesgemeinsamer Fachdienst sind, der für die Streitkräfte in der ganzen Republik zuständig ist. Ich selber komme aus dem Zentrum, das habe ich eben erwähnt. Das sitzt in Euskirchen, also stark verortet im Köln-Bonner Raum. Mit einer Gesamtstärke von 1700 Mann sitzen alleine über 1000 Mitarbeiter, zivil und militärisch, ganz wichtig, in Euskirchen. Dort werden auch alle Daten letztendlich gehostet und genau gesammelt. Dort sitzen die Fachleute, die quasi im Hintergrund letztendlich die ganzen Geoinfoprodukte erstellen. Genauso haben wir aber viele Dienstorte, Dienststellen in der Fläche, was auch sehr wichtig ist, weil wir zu Anfangs gesagt, alle Teilstreitkräfte und alle Organisationsbereiche der Bundeswehr beraten. Dementsprechend sind wir auch in der Republik verteilt und können so alle Heeres-, Luftwaffen-, Marine-Dienstorte auch mit unseren Geoinformationen beraten. Zusätzlich sieht man auch, dass wir auch Auslandsdienstposten haben, die auch attraktiv sind, was sich dann im Laufe der Karriere für den einen oder anderen tatsächlich ergibt. Wenn man da nähere Informationen haben möchte, kann man da auch gerne den ein oder anderen Kameraden, der bei uns auch am Stand steht, nochmal dazu fragen. Ich habe erwähnt, dass wir die Palette der gesamten Geowissenschaften abdecken. Hier sind unsere klassischen 18 Fachdisziplinen, die letztendlich durch Fachleute zivil-militärisch abgedeckt werden müssen. Wie wir die letztendlich gewinnen und abdecken, dazu komme ich dann später. Das soll aber jetzt letztendlich nochmal die Palette abbilden, die wir beraten. Das, was wir auf der Messe, auf unserem Stand darstellen, ist letztendlich hauptsächlich Vermessung. Wir sind auf der Intergeo, aber
da gehört bei uns also weitaus mehr dazu. Dass wir interdisziplinär arbeiten, habe ich jetzt mittlerweile erwähnt. Hier möchte ich mal kurz an einem Beispiel an der Geländebefahrbarkeit darstellen, wie sich so ein interdisziplinärer Ansatz der unterschiedlichen Wissenschaftler für uns darstellt. Letztendlich, unten in der Ecke zu sehen, ist es für den Soldaten am Ende wichtig, dass er weiß, wo darf ich rein? Grüne Bereiche, die Go-Area, wo muss ich mir vielleicht in dem gelben Bereich noch eine Beratung im Einzelfall holen oder wo ist rot und eine No-Go-Area für mich. Also er möchte das am Ende einfach haben, er möchte nur wissen, kann ich meine Operation dort führen oder nicht. Was bedeutet das für uns Wissenschaftler im Hintergrund? Bis diese Karte der Befahrbarkeit erstellt ist, bedarf es vieler unterschiedlicher Disziplinen, die wir zusammenführen müssen, um nachher durch die Auswertung über die unterschiedlichen Vektor- und Rasterdaten plus die Höhendaten, die Landnutzung, die Wetterdaten, was man gerade bei Befahrbarkeiten nicht vernachlässigen soll, plus das Fahrzeug, was für die Operation eingesetzt werden soll, zu berücksichtigen, um am Ende für den militärischen Führer vor Ort dieses Produkt zu erstellen. Das soll nochmal verdeutlichen, wie wichtig das für uns ist, dass wir alle Bereiche abdecken können. Nicht alle Daten erzeugen wir selbst. Also wir sind in enger Kooperation, vor allem für unser Bundesgebiet, mit den hier dargestellten Partnern für die gesamte Wetterberatung, natürlich der Deutsche Wetterdienst, das BKG für das ganze Kartenmaterial. Ich möchte gar nicht auf alle eingehen, unter anderem auch Rahmenverträge und so fort. Das ist letztendlich die Kooperation im nationalen Bereich. Die haben wir natürlich auch im internationalen Bereich, wo wir auch Vereinbarungen geschlossen haben, Kooperationen durchführen. Derzeit sind es 44, davon natürlich hauptsächlich NATO- und EU-Partner. Genau, das soll einfach nochmal ganz kurz anreißen, wo wir unterwegs sind, weil wir erstellen nicht nur nationale Produkte, sondern weltweit für unsere Einsatzgebiete, auch in Vorbereitung für Gebiete, wo wir vielleicht wissen, dass das irgendwann da so weit kommen kann, dass wir dann im Fall des Falles der Truppe auch sofort dementsprechende Informationen liefern können. Oft wurde ich am Stand schon gefragt, was macht ihr denn so? Zum einen natürlich haben wir Standardprodukte, also wir haben Karten, die wir selbst erstellen, also BKG-Daten mit unseren eigenen Layern, die wir dann dementsprechend für bestimmte Dinge benötigen. Ein gutes Beispiel dafür ist eine Truppenübungsplatzkarte. Ich nehme die Grunddaten des Landes und lege dann letztendlich meine eigenen militärischen Dinge, die ich benötige, oben drüber und erstelle meine eigene Truppenübungsplatzkarte. Genauso wichtig Wetter, Flugwetterberatung für unsere Piloten. An jedem militärischen Flugplatz sitzt Geoinfo-Personal aus der Meteorologie, die letztendlich den Piloten briefen und aktuell die Wetterinformationen weitergeben. Außerdem gibt es natürlich auch Dinge wie landeskundliche Unterlagen. Der ein oder andere hat das vielleicht auch schon mal gesehen. Das sind dann Schriftenreihen, wo wir dann über Länder, in denen wir im Einsatz sind, die für uns interessant sind, dann halt alle Informationen zusammentragen, von der Geopolitik über das Klima bis hin zu Religion und so weiter. Klingt alles gerade ein bisschen analog. Wir haben auch IT-Services, das heißt, wir haben auch unterschiedliche Apps, die wir dann in der Bundeswehr bereitstellen, wo der Soldat sich dann auch mal ganz schnell über unser Portal informieren kann, um da mal zu gucken, ja, was erwartet mich denn da. Da möchte ich aber im Detail gar nicht eingehen, weil so viel Zeit habe ich heute nicht. Fernerkundungsprodukte natürlich und so weiter. Das war die eine große Palette. Zum anderen ist das natürlich das, was ich eben angesprochen habe, was wir hauptsächlich in der Fläche tun, nämlich die Geoinfo-Unterstützung, also die Beratung vor Ort. Unter anderem Einsatzgeologie, gutes Beispiel, sowohl im Inland als auch im Ausland. Was macht der Einsatzgeologe? Trinkwassergewinnung. Wir bauen ein neues Feldlager. Wir brauchen Wasser, um unsere Truppen zu versorgen. Klassisches Aufgabengebiet für den Einsatzgeologen. Die Einsatzvermessung
sehr schön dargestellt auf unserem Stand. Der ein oder andere hat es vielleicht schon gesehen, der noch nicht da war, könnte sich das ganze Woche noch erklären lassen. Dort haben wir unsere Spezialisten mitgebracht, die Ihnen da einen schönen Einblick geben können. Beeindruckend auch unser Fahrzeug, dann sind wir unten in der kinematischen Datenerfassung. Das, was wir mitgebracht haben, macht ein bisschen mehr her als hier der Kleine, den wir da abgebildet haben. Da kann man sich auch mal wirklich durch die Kameraden, die da tiefste Kenntnisse haben und das Gerät auch jeden Tag bedienen, mal beraten lassen oder das erklären lassen für den, den es interessiert. Jetzt möchte ich zum Kern des Vortrags kommen, weshalb wir eigentlich hier sind. Auch die Bundeswehr hat Nachwuchsbedarf und tut natürlich auch einiges dafür, den zu gewinnen. Dementsprechend möchte ich mal erklären, nochmal, was für uns wichtig ist und worauf es für uns ankommt. Unten nochmal in der Ecke unsere Fachdisziplinen. In allen diesen Bereichen benötigen wir halt auch ständig Nachwuchs. Was sind die Besonderheiten unseres Fachdienstes? Dass wir orgbereichsübergreifend, also in alle Bereiche der Bundeswehr einwirkend agieren, habe ich bereits erwähnt. Wir sind zusätzlich eine Ressortforschungseinrichtung im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung. Auch dort entstehen tolle Dinge. Da haben wir auch Experten am Stand, die Ihnen dazu auch noch die ein oder andere Frage tatsächlich beantworten können. Wir verfügen im Geoinformationsdienst über eigene militärische Laufbahnen, was für uns die Besonderheit ist, dass wir einfach insgesamt attraktiver sind. Wir haben schnellere Fördermöglichkeiten und unterscheiden uns da schon erheblich von den normalen Truppenoffizieren und Feldwebeln. Außerdem ist für uns ganz wichtig, wenn man nochmal unten die Fachbereiche sieht, der Seiteneinstieg. Da komme ich gleich auch nochmal im Detail drauf. Seiteneinstieg, ich habe meine Expertise in der freien Wirtschaft gewonnen, an der zivilen Universität, Hochschule oder halt auch im Ausbildungsberuf und bringe die Expertise in die Bundeswehr, um dann dort eine militärische Karriere zu beginnen. Weil wir einfach viele dieser Disziplinen gar nicht selber ausbilden und die Bundeswehr dafür gar keine Kapazitäten hat. Zusätzlich haben wir auch, das ist auch eins meiner Zuständigkeiten, wir haben eine eigene Schulungseinrichtung, eine eigene Ausbildungseinrichtung, derzeit noch in Fürstenfeldbruck. Und dort bilden wir unsere Leute, unsere Fachleute, im Geoinfo, was also besonders ist für den Geoinformationsdienst, zusätzlich aus. Geht nicht mehr. Jetzt. Das ist die Übersicht der Einstiegsmöglichkeiten. Also alles, was möglich ist. Zum einen, wenn ich mich mit dem Arbeitgeber Bundeswehr identifiziert habe und denke, jawohl, ich bringe eine geowissenschaftliche Expertise mit, muss ich mich als allererstes entscheiden, möchte ich das Ganze in einer militärischen Laufbahn machen oder möchte ich als ziviles Personal in die Bundeswehr eingehen. Für die militärische Laufbahn kann ich unterscheiden, will ich in die Laufbahn der Offiziere, da muss ich mich entschließen, möchte ich eventuell über die Bundeswehr studieren, das heißt, ich lasse mich als Offizieranwärter einstellen oder bringe ich mein Studium schon mit und dann bin ich im sogenannten Seiteneinstieg, das habe ich zu Anfangs schon erwähnt. Ich habe in der Mitte den Kasten zivil, ganz einfach. Ich bewerbe mich ich steige direkt ein und bewerbe mich auf eine freie Stelle, die dann bei uns auch auf der Karriereseite hinterlegt ist, beziehungsweise über alle Portale auch zu finden ist. Den roten Kasten, der ist mir besonders wichtig, weil das ist unser militärischer Nachwuchs, den wir mittlerweile auch wieder selber generieren. Das heißt, wir sind derzeit wieder in der Lage, in der Kooperation mit der Berliner Hochschule für Technik, ich klicke mal weiter, also Studienmöglichkeiten über den Geoinformationsdienst mit der Berliner Hochschule für Technik selber Offizieranwärter zu generieren. Das klassische Studium an der Berliner Hochschule für Technik, die auch ihren Stand haben, da kann man sich auch nochmal informieren. Und man
Und neben dem bieten wir auch zusätzlich noch an das Studium der Metrologie, das dann über die Hochschule des Bundes der öffentlichen Verwaltung stattfindet. Hier nochmal ganz kurz, was sind die Schwerpunkte? Habe ich mich dazu entschieden, einen Studiengang der Bundeswehr als Offizieranwärter aufzunehmen und an der Berliner Hochschule für Technik Geoinformation studieren mit den Schwerpunkten angewandte Geoinformatik, Geodäsie oder Kartografie und Geomedien. Die Studierenden der Bundeswehr oder des Geoinformationsdienstes nehmen dort als ordentlich immatrikulierte Studierende teil. Das heißt, ich gehe dort nicht in Uniform hin, sondern ich mache meine militärische Ausbildung im Vorfeld und gehe dann mit den anderen zivilen Studenten ins Studium. Der Abschluss ist dann der Bachelor of Engineering. Das gleiche bei der Metrologie, hier mit der Besonderheit, dass ich das sowohl als Soldat wie auch als ziviles Personal für die Bundeswehr tun kann. Der Ausbildungsort ist hier hauptsächlich im Wesentlichen die Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung in Brühl, unter anderem dann auch in Langen und in Fürstenfeldbruck in unserer eigenen Ausbildungseinrichtung. Die Besonderheit ist hier, dass wir hier kooperieren mit zum einen natürlich der Hochschule des Bundes, aber auch mit dem Deutschen Wetterdienst, der mit uns gemeinsam sein Personal studieren lässt und ausbildet. Der Abschluss ist dann der Diplom-Metrologe FH tatsächlich noch. Hier sind nochmal kurz die Abläufe dargestellt, wie lange das letztendlich dauert. Ich glaube, im Anbetracht der Zeit schlage ich vor, wenn jemand sich dafür tiefer interessiert, soll er zu uns kommen und wir erklären Ihnen das im Detail nochmal, welche Abschnitte dann dort auf einen zukommen. Wichtig ist, dass bei dem Offizieranwärter Seiteneinstieg letztendlich die Prüfung der Eignung zum Offizier im Vorfeld kommt. Und wenn ich dieses Assessment Center am Personalamt der Bundeswehr auch erfolgreich durchlaufen habe, kann ich auch ins Studium der Geoinformation gebracht werden. Beim Seiteneinstieg ist es so, dass wir uns vorher die Fachleute, die sich dann bewerben, bei uns im Zentrum erstmal fachlich, wir sie erstmal fachlich begutachten, wir sie einladen und sie dann letztendlich zu einem Fachgespräch einladen. Wir feststellen, sie sind für uns geeignet und wir sie dann nochmal an die Offizierbewerberprüfzentrale schicken und dort nochmal auf Offiziereignung testen und sie dann direkt mit höherem Dienstgrad einstellen. Was ich auch auf jeden Fall erwähnen möchte und was auch, wirklich eine gute Sache ist, womit wir heute auch schon sehr viel geworben haben, ist, dass wir mittlerweile auch Studienförderung betreiben. Voraussetzungen haben wir natürlich vielleicht höhere wie manche andere, aber dennoch eine sehr lukrative Sache. Bei uns natürlich, Sie müssen Deutscher im Sinne Artikel 116 Grundgesetz sein. Das ist letztendlich für unsere Institution natürlich ausschlaggebend. Aber auch hier haben wir einen netten Flyer dabei, den können Sie sich gerne gleich nochmal bei uns abholen und dazu natürlich auch gerne eine adäquate Beratung bekommen im Detail, was das für uns bedeutet. Ich habe jetzt hier die Leistungen nochmal aufgeführt, aber im Anbetracht der Zeit fliege ich da jetzt mal drüber. Und grundsätzlich wichtig noch zu sagen, sind alle geowissenschaftlichen Studiengänge förderbar, ist jedoch abhängig davon, was wir für einen Bedarf haben. Das ist eine Bundeswehrgeschichte. Wir stellen nur nach Bedarf ein. Haben wir den Bedarf nicht, dann funktioniert es in dem Moment leider nicht. Und das ist halt, ändert sich halt dann auch von Jahr zu Jahr. Wie der Bedarf gerade aussieht, kann man dann auch bei uns nochmal am Stand erfragen. Da haben wir auch nochmal unseren Personalstabsoffizier, der da genaueste Zahlen hat und Ihnen das nochmal mitteilen kann, wie überhaupt die Chancen sind, sowas gerade zu tun. Das habe ich bereits erwähnt, deswegen klicke ich weiter. Das ist der Einstieg, den man dann für den Zivilen über unseren Flyer nochmal macht, um die Seite zu finden. Zusätzlich möchte ich auch noch erwähnen, ich spreche die ganze Zeit vom Studium. Wir können das natürlich auch für die Ebene der Ausbildungsberufe machen und in die Feldwebellaufbahn einstellen. Auch hier ist es wichtig, haben Sie einen anerkannten Beruf, werden Sie natürlich schneller in die Ausbildung gebracht und müssen nicht vorher noch militärisch ausgebildet und werden eingesetzt. Haben Sie keinen anerkannten Beruf, können Sie bei uns eine zivile Aus- und Weiterbildung machen zum Vermessungstechniker. Auch das betreuen wir, um Sie dann danach
im Geoinformationsdienst zu verwenden. Zusammenfassend nochmal, ich hoffe, ich konnte einen Einblick geben, was wir sind und wer alles bei uns mitwirkt und wie wir agieren in der Republik. Wie gesagt, die Details zu den Karrieremöglichkeiten würden wir Ihnen gerne im Einzelgespräch nochmal nahebringen, wenn da Interesse besteht. Ansonsten bedanke ich mich.